Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von SNL Salzburg Nightlife. Wir haben viel gearbeitet und jetzt ist sie endlich da. Die Sendung mit dem 170 cm großen Piefke, der versucht, den Österreichern die Welt zu erklären. Andersrum ist das ja schon mal schiefgegangen. Wir haben einiges vorbereitet. Wir haben tolle Themen aus Politik, Kunst und Kultur. Wir haben fantastische Gäste. Heute die Newcomer-Kabarettistin Ellie Bauer bei uns. Tolle Frau. Tolle Frau. Aber was erzähle ich hier eigentlich, ja? Bevor wir richtig einsteigen, mein lieber Co-Moderator, Sidekick und Waterboy Norbert Pani, meine Damen und Herren. Ja, danke, kleiner Gartenzwerg. Freut mich, dass ich auch Teil dieser wunderbaren Sendung bin. Es ist fast schon ein Wunder, dass wir diese Sendung hochgezogen haben und jetzt mit einem solchen Maß an Professionalität diese Premiere begehen. Ich bin begeistert. Gib's ehrlich zu. Ich bin begeistert. Ich auch. Aber was ist so alles passiert? Ja? In Österreich Rauchverbot seit 1. November. Ja? Ich finde es nicht schlecht. Mal ein bisschen mehr Action auf den Straßen. Hashtag Only Salzburg Things. Oder haben Sie das gehört? Elon Musk eröffnet jetzt in Brandenburg ein neues Gigawerk für seine Tesla-Fahrzeuge. Ja? Mehr als 10.000 Jobs sollen dort entstehen. Schade nur, dass 23,5% aller Brandenburger und Brandenburgerinnen für diese Jobs überhaupt gar nicht qualifiziert sind. Hashtag AfD. Machen wir weiter mit der SPÖ. Das war der Witz. Traurig. Österreich steht jetzt vor einer türkis-grünen Koalition. Damit wäre Werner Kogler der neue Vizekanzler. Aber irgendwo erinnert mich dieser Mann. Irgendwoher habe ich den doch schon mal gesehen, oder? Ah ja, doch, jetzt weiß ich's. Werner Kogler, der alte Ökoterrorist. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, bei uns in der Redaktion ist der Movember ausgebrochen. Ja? Der Mustache-November. Viele machen auch den No-Nut-November. Für den einen oder anderen Wichser in der FPÖ bestimmt eine schwierige Aufgabe. Und wenn Sie diesen Witz jetzt nicht verstanden haben, dann sind Sie entweder zu alt oder haben seit 2 Wochen kein Meme mehr gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt brauche ich aber noch eine gute Überleitung zu unserem ersten Thema. Ja, Overtourism ist heute eins unserer Themen. Aber wie komme ich jetzt da nur von FPÖ auf Ausländer? Naja, wie gesagt, Tourismus ist eins unserer Themen. Asien im Überfluss. Das mögen viele Salzburger und Salzburgerinnen nur am All-You-Can-Eat-Buffet. Herzlich willkommen zur Show. Ja, wir kommen zu unserem ersten Thema. Übertourismus ist eines unserer Themen. Der Reiseführer Lonely Planet hat die Stadt Salzburg fürs Jahr 2020 als das attraktivste Reiseziel ausgerufen. Ja. Diese Auszeichnung lockt natürlich noch mehr Touristen an. Und wir von SNL haben exklusiv für Sie, meine Damen und Herren, einen Reiseführer fürs kommende Jahr vorgestellt. Viel Spaß. Ja, exklusiv für Sie unsere Hitliste 8 Dinge, die Sie unbedingt tun müssen, wenn Sie in Salzburg sind. Top 1. Reisen Sie am besten mit dem Auto an. Aber Obacht, das geht nur mit passendem Kennzeichen. Ansonsten werden Sie nämlich gleich von Verkehrskontrollen aufgehalten. Sollten Sie sich dabei Sorgen machen, spätestens dann bei der Stadtzufahrt stehen Sie endgültig im Stau. Top 2. Suchen Sie anschließend einen Parkplatz. Mit etwas Glück und der nötigen Ausdauer finden Sie sicherlich in der Mönchsberg-Garage einen Platz. Top 3. Bahnen Sie sich anschließend einen Weg durch die Altstadt. Unser Tipp, am besten im Winter anreisen, dann ersparen Sie sich das schlechte Gewissen, wenn Sie an Bettlern und Straßenmusikanten vorbeigehen. Top 4. Gönnen Sie sich etwas Kultur in der Altstadt. Gehen Sie vielleicht zu Mozarts Geburtshaus. Dort kommen Sie vielleicht nicht rein, weil so viele Leute davor stehen. Als Alternative besuchen Sie am besten den Supermarkt gleich daneben. Zählt auch, und da gibt es ja zumindest die Mozart-Kugeln. Top 5. Dieses erste bisschen Kultur macht hungrig. Gehen Sie ins nächste Restaurant und essen Sie Salzburger Nockerln.
Nachdem Sie diese drei Berge überwunden haben, müssen Sie aber noch ein Schnitzel verputzen. Aber jetzt wird es etwas kompliziert. Wird es ein Wiener Schnitzel oder ein Schnitzel Wiener Art? Die Salzburger Lösung, es wird ein Schnitzel Semmel. Top 6. Jetzt ist Ihnen endgültig schlecht. Sie brauchen einen Verdauungsspaziergang und den erledigen Sie im Mirabellgarten. Dort können Sie dann im 10-Minuten-Takt beobachten, wie die Hochzeitspaare im Akkord ihren schönsten Tag im Leben genießen und diesen auch ablichten, aber Sie brauchen dabei nicht neidisch zu werden, denn auch Sie werden im Mirabellgarten abgelichtet von den hunderten Touristen. Vorteil, Sie ersparen sich, die eigene Kamera mitzunehmen. Top 7. Sie beschließen, wieder ein bisschen an der Salzach zu schlendern. Dabei treffen Sie wieder auf Bettler, aber jetzt von der, ja, sagen wir, nervigen Sorte. Greenpeace-Aktivisten, Kirchenfanatiker und Jehovas Bibeljünger. Unser Tipp, sparen Sie sich lange Diskussionen und vergessen Sie nicht, das nötige Kleingeld mitzunehmen. Gott sei Dank, die Kirche nimmt ja schon EC-Karte. Zum Abschluss dieses wunderbaren Tages, Top 8, Sie brauchen ein typisches Salzburger Getränk. Das wird jetzt nicht der Verlängerte im Kaffeehaus, wo denken Sie hin? Natürlich eine Dose Red Bull, die Sie auf dem Weg durch die Getreidegasse zurück an asiatischen Reisengruppen vorbei genießen. Sie sehen, Salzburg als Touristenstadt ist einfach attraktiv. Zu attraktiv, wenn es nach der Meinung vieler Salzburger geht. Beschimpfungen nehmen zu, Handgreiflichkeiten sind auch keine Ausnahme mehr. Und während die Touristen all das genießen, ziehen sich die Salzburger in ihre eigenen Häuser zurück. Schade eigentlich bei der schönen Stadt. Deshalb ist klar, es braucht Maßnahmen. Maßnahmen gegen Übertourismus und das so schnell wie möglich. Wir haben ein paar Vorschläge vorbereitet, die Stadt Salzburg vielleicht überlegen könnte. Salzburg komplett urheberrechtlich zu schützen. Somit dürfen in der gesamten Stadt keine Fotos mehr gemacht werden. Oder waschen wir doch mal dreckige Wäsche. Räumen wir mit dem Altlatten-Image von Salzburgs Helden Mozart auf. Wie viel hat er vor MeToo belästigt? Wie viele Ghostwriter hatte er? Und hat er vielleicht die Playback-Konzerte erfunden? Oder eine neue Gesundheitskampagne, die wir ins Leben rufen. Essen darf nur noch vegan und glutenfrei sein. Somit fallen viele typische Salzburger Spezialitäten weg. Es gibt jetzt dann nur noch das Tofu-Schnitzel und Salzburger Agar-Agar. Super, jetzt ist die Stadt komplett touristenfrei und Salzburg kann aufatmen und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Der ungeliebte Pendlerverkehr verschwindet und existiert ja auch nicht mehr. Kein Wunder, es gibt ja kaum mehr Arbeitsplätze in der Stadt, fällt ja alles durch diesen Tourismusabfall weg. Auch die Kultureinrichtungen müssen schließen. Sie sind nicht mehr wichtig und mal ganz ehrlich, wer von uns geht denn einfach mal so ins Museum oder ins Mozart-Geburtshaus? Jetzt sind andere Dinge interessant. Der Mirabellpark wird zu betoniert und stattdessen in einen Parkplatz verwandelt, also der Mirabell-Parkplatz. Biergärten ersetzen das breite Restaurantangebot, Wahrzeichen weichen Kohlekraftwerken und Salzburg geht back to the roots. Die Salzbergwerke werden wieder eröffnet. Willkommen im Industriegebiet Salzburg. Ach, klingt das nicht lebenswert? Robert Tannen, meine Damen und Herren. Ja. Damen und Herren, liebe Kinder vor den Geräten zu Hause, kommen wir zum zweiten Thema unserer heutigen Sendung. Unser zweites Thema ist Extinction Rebellion. Das sind diese Kollegen? Nein, genau, diese Kollegen. Extinction Rebellion ist eine von Gail Bradbrook und George Brada gegründete Umweltorganisation, die sich das Wohl des Planeten, der Menschen und der Tiere zum Ziel gesetzt hat.
Gegründet haben diese beiden Herren Extinction Rebellion oder XR, wie wir coolen Leute sagen, in dem noch EU-Land Großbritannien. Und im Zuge der Aufmerksamkeit um das Klima und den Fridays for Future Protesten schwappte Extinction Rebellion dann auch nach Deutschland und Österreich. Neben einem geklauten Logo hat Extinction Rebellion aber noch viel mehr zu bieten. Im Wesentlichen stehen sie nämlich für drei Dinge. Erstens, die Wahrheit der klimatischen Veränderung und deren Folgen soll in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt werden. Zweitens, mit einem sofortigen Umsteuern in der Klimapolitik soll die Netto-Null-Treibhausgasemission bis zum Jahr 2025 erreicht werden. Drittens, auf Basis von partizipatorischer Demokratie in Form von Bürgerversammlungen sollen Wege zur Überwindung der Klimakrise entwickelt werden. Klingt ja erstmal ganz nett. Gäbe es da nicht einen kleinen Haken an der Sache? Oder zwei. Oder vielleicht auch drei. Aber schauen wir uns das mal an. Roger Hallam, Kid Rock ist ganz schön alt geworden, ist einer der Mitgründer von Extinction Rebellion und hat zum Beispiel in einem Interview mit der Zeit Folgendes gesagt. Anders als klassisch linke Bewegungen schließen wir niemanden aus. Auch jemand, der ein bisschen sexistisch oder rassistisch denkt, kann bei uns mitmachen. Oder wenn die Gesellschaft unmoralisch handelt, wird Demokratie irrelevant. Also Geschäfte mit Chauvinisten machen und die Demokratie abschaffen wollen, das klingt ja so fast, als wären wir in einer Villa auf Ibiza. Aber Rassismus und Sexismus sind klar keine Probleme unserer Zeit. Wer fühlt sich davon schon bedroht? Es geht ja ums Klima. Aber bei Extinction Rebellion sind doch nicht alle so drauf. Viele sind doch einfach nur... geistig minder bemittelt? Nein, nein. Das können wir doch nicht sagen. Die erinnern mich eher so... die sind eher so fanatisch. Die erinnern mich eher an... Scientology. Wie Sekten, genau wie Sekten. Ja. Aber deshalb fragen wir uns genau, was haben Mitglieder von Extinction Rebellion und Mitglieder von Sekten gemeinsam? Heutzutage lautet die Definition einer Sekte wie folgt. Ganz allgemein gehalten ist eine Sekte eine Gruppierung einer bestimmten politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugung, deren Anhänger ihre Gesinnung als das einzig Wahre betrachten. Oftmals haben sich Sekten zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer größeren Mainstream-Gruppierung abgespalten, um nach gesonderter und häufig sehr strengen Regeln zu leben, die von den meisten anderen Menschen als kontrovers angesehen werden. Na gut, dann schauen wir uns Extinction Rebellion halt mal genauer an. Extinction Rebellion ist eine Abspaltung der Fridays for Future-Bewegung. Während Fridays for Future bereits im August 2018 ins Leben gerufen wurde, kam Extinction Rebellion zwei Monate später im Oktober 2018. Trotzdem halten sie ihre eigenen Demonstrationen und Veranstaltungen ab und organisieren sich auch selbst. Sie fordern aber auch Dinge, die für den einen oder anderen etwas seltsam klingen oder sich als schwer umsetzbar herauskristallisieren. Beispielsweise fordern sie, dass man die parlamentarische Demokratie in eine basisdemokratische Bürgerversammlung umwandelt. Bei aller Kritik einer parlamentarischen Demokratie, wie wir sie haben, aber ich stelle mir das schon schwierig in der Umsetzung vor. Außerdem kann man ja chauvinistische Strukturen im Kampf für eine größere Sache schon tolerieren, wie uns Kid Rock Senior ja vorher erklärt hat. Das klingt jetzt für mich auch etwas seltsam. Außerdem kann ich es mir nur schwer vorstellen, wie irgendwelche AfD-Rentner mit linken Umweltaktivisten Seite an Seite auf der Straße freitags demonstrieren gehen. Naja, aber schauen wir uns doch mal jemanden an, der es wissen muss. Was sagt denn Melanie Bergmann von Extinction Rebellion zu den Vorwürfen? Darüber hinaus kann ich nichts Sektenhaftes entdecken und ich bin Wissenschaftlerin. Naja gut, wenn sie Wissenschaftlerin ist, was soll da schon schief gehen? Aber was sonst könnte noch dran sein an der Behauptung, dass es sich bei Extinction Rebellion mehr um eine Esoterik-Sekte als um eine seriöse Umweltorganisation handelt?
Jutta Dittfurth, ehemalige Grünen-Mitglied und Gründungsmitglied der Grünen, beschreibt XR wie folgt. XR glaubt an die Auslöschung der Menschheit und empfiehlt ihren Mitgliedern Selbstaufopferung. Das sind dann quasi Glaubenskrieger. Aber das stimmt. In einer Umfrage, die Extinction Rebellion gelauncht hat zum globalen Klimastreik im September diesen Jahres, wurden Teilnehmer Dinge gefragt wie: Bist du bereit, ins Gefängnis zu gehen, oder bist du bereit, dich verhaften zu lassen? Aber was sagt denn eigentlich unser Freund Roger Hallam wieder mal dazu? Der kommentiert das Ganze mit: Es können Leute während des Prozesses sterben. Ja. Gut, dem ist ja dann nichts mehr hinzuzufügen. Es gibt also schon Überschneidungen zwischen Extinction Rebellion und religiösen oder politischen Sekten. Keine Frage. Die aktuelle Situation, in der sich unser Planet und die Menschheit befindet, kann nicht so bleiben. Jeder und jede ist dazu aufgerufen, das eigene Handeln zu überdenken und diese Entscheidung für sich zu treffen. Vor allem wir privilegierten Europäer. Ob Extinction Rebellion jetzt unser Heilsbringer ist, bleibt natürlich ungeklärt. Wir halten den Verein allerdings nicht für ganz astrein. Extremismusforscher und Forscherinnen sehen das ebenfalls kritisch. Genauso wie Reporter des Netzwerks Funk oder des BR, die letzten Monat darüber zahlreiche Reportagen veröffentlicht haben. Das hier soll kein Aufruf zum Boykott von Extinction Rebellion sein, sondern mehr ein Denkanstoß. Wenn Sie finden, das ist eine gute Sache und da will ich mitmachen, bitte, wenn Sie die Welt lesen, passen Sie da vielleicht sogar ganz gut rein. Aber dann vielleicht doch lieber Fridays for Future. So, das war unser zweites Thema heute. Jetzt haben wir genug Trübsal geblasen. Kommen wir jetzt mal zu unseren Gästen. Unser heutiger Gast ist nämlich eigentlich eine Gästin. Sie ist Kabarettistin und ein aufsteigender Stern auf dem Kabaretthimmel. Bitte begrüßen Sie mit mir Ellie Bauer. Dankeschön. Vielen Dank. Also ich habe wirklich stark was dagegen, wenn Leute über sozial schwache Gegenden reden. Also das ist wirklich mein völliger Ernst. Jakobin ist ein ganz wunderbarer Ort. Also da wird ausgekämpft und dann ist es auch wieder gut. Jetzt ein bisschen was erzähle ich euch noch. Wie ihr merkt, bin ich dann weg aus dem Bezirk, das habe ich schon vorher erzählt, und bin dann so in den Künstlerbereich rein. Nicht? Und da muss man sagen, falls noch nicht aufgefallen ist, ich bin eher links. Wobei, so wässrig links. So wie viele Leute in meiner Generation gerade links sind. Also so wie man, sagt man als Atheist, bis das Flugzeug wackelt, sind ich und ganz viele Leute in meiner Generation so lang links, bis wir die Möglichkeit kriegen, eine Eigentumswohnung zu erben. Und da kommen halt so Dinge dazu, wenn man aus der Stadt kommt, wo man das Gefühl hat, okay, wenn man das jetzt nicht mag oder mitmacht, ist man nicht so richtig, geht man nicht so richtig dazu, irgendwie. Nicht? Und dann sitzt du da in der Früh und rührst da deine Chiasamen ins Naturjoghurt und denkst dir, oh, scheiße, vielleicht spricht man es Kia aus. Aber hab ich nicht als Mensch das Recht, es auszusprechen, wie ich will? Und dann läutet dein nachhaltiges Fairphone. Und in der alternativen WhatsApp-Gruppe, als Mensch bin ich frei, hat wer was gepostet. Die Frage. Du hast gewusst, dass sie kommt. Gehen wir wandern. Ja, schreibe zurück, ja, ich liebe wandern. Was anderes traue ich mir nicht sagen. Kommt man aus der Stadt. Und schön, dass du es heute zu uns geschafft hast, aus Linz. Du kommst eigentlich aus der Steiermark, aus Graz. Ganz genau. Und ja, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du denn, was machst du so? Ich bin die Elli. Ich mache Musikkabarett jetzt seit einem Jahr, also hauptberuflich seit einem Jahr. Und habe jetzt ein Programm, das heißt mein erstes Programm, das heißt Stoffsackelspruch. Und da gibt es eben so Lieder, ungefähr 8-9 Lieder im Programm und dazwischen immer
so Bits, die den roten Faden ausmachen quasi fürs Programm. Du spielst ja Gitarre. Genau. Und singst auch in deinen Stücken, in deinen Auftritten. Welche Instrumente kannst du noch? Kannst du noch irgendwas? Viele können auch noch Klavier oder so. Genau, also begonnen habe ich ganz klassisch mit der Blockflöte und auch erstaunlich lange gespielt. Auf ein erstaunliches Niveau auch für dieses Instrument. Dann auch noch Klavier eben und alles, was man dann so ein bisschen dazu lernt, also so Ukulele geht ganz gut oder so Cajon ein bisschen. Ich würde mich jetzt nicht als Perkussionistin bezeichnen. Aber so generell sehr musikalisch aufgewachsen? Mit viel Musik aufgewachsen, ja, auf jeden Fall. Ja. Du hast gerade gesagt, du machst das jetzt seit einem Jahr hauptberuflich. Du bist davor Sozialarbeiterin gewesen? Ich habe es studiert. Oder hast du studiert? Genau. Soziale Arbeit. Dann. Genau. Ja. Ja. Und wie kam es dazu, also oder was hat dich dann irgendwie dazu verschlagen, jetzt auf die Bühne zu gehen, Kabarett zu machen oder auch Musik zu machen? Mhm. Wie lange hattest du die Idee schon? Und wie bist du da drauf gekommen? Prinzipiell mein ganzes Leben lang schon gern auf der Bühne gestanden. Rampensau. Kann man sagen. Ja. Ja, kann man wirklich so sagen. Viel getanzt auch früher. Viel Chor gesungen, also immer irgendein Hobby gehabt, das mit der Bühne zu tun hat. Ich habe dann irgendwann so mit 19, glaube ich, oder so 20 angefangen, Lieder zu schreiben. Und die ersten Lieder, wo ich so versucht habe, lustig zu sein, waren eigentlich so für Geburtstagsfeiern. So umgetextete Melodien, die man halt kennt, auf die Person, die halt Geburtstag hat. Das sind parodiemäßig. Ja, genau. Genau. Und dann habe ich das irgendwie weitergemacht, habe geschaut, okay, kann ich das auch mit anderen Themen quasi machen. Es hat ganz gut hingehaut. Und dann habe ich so ein paar Jahre lang so vielleicht ein, zweimal im Jahr irgendwo aufgetreten. Und es hat ganz gut funktioniert. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, probier das jetzt einfach. Okay, ja, du bist ja jetzt dann 2020, beziehungsweise auch jetzt schon mit Stoffsackerspruch unterwegs und 2020 dann noch mehr. Mhm. Kannst ja jetzt auch mittlerweile von der Kunst leben. Und ist es, also, ist es dann ein Traum gewesen, schon ein bisschen wahrscheinlich, ja, dass du das machen kannst? Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja, also, hast du ja auch schon mal in einem oder anderen Interview gesagt, beziehungsweise es geht auch ab und zu aus dem einen oder anderen Text hervor. Gerade die Kabarett-/Comedy-Szene ist ja auch sehr eine Männerdomäne, noch immer noch. Und ich habe es letzte Woche auch gesehen, da war hier ein U20 Poetry Slam. Mhm. Und ich war total begeistert, weil es waren, glaube ich, 13 oder 14 Teilnehmer und davon ein Junge. Was würdest du gerade jüngeren Frauen sagen, die vielleicht sich überlegen, eigentlich hätte ich Lust, aber ich traue mich vielleicht nicht oder ich habe es schon mal gemacht, irgendwie bei so einem Poetry Slam oder so. Mhm. Welchen Tipp hast du dann da vielleicht? Mein Tipp wäre einfach, macht es einfach. Es ist auf der Bühne sein und Kunst machen, also Kunst, das klingt so dramatisch, Kabarett machen ist viel mehr Übungssache als wir drüber reden. Also es wird oft so getan, als wäre es quasi die Eingebung und das Talent. Ja. Und wenn man das nicht von Anfang an hat, dann kann man es vergessen sozusagen. Ist bis zu einem Teil wahr, aber auch ein großer Teil ist üben, üben, üben. Ja. Und üben kannst du es nur, wenn du dich wirklich auf die Bühne stellst. Ja. Und wenn es das erste Mal nicht funktioniert, geht die Welt nicht unter. Also das sich einfach rausstellen und sich trauen, und zu schauen, wie kommt es an und was kommt bei wem an. Ja. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Also mein Tipp wäre, um es kurz zu fassen, macht es einfach. Ja, ich sehe das auch ähnlich. Also wir haben ja zum Glück den Vorteil bei unserer Sendung, dass wir schneiden können. Also wenn wir es jetzt verkacken, dann ist es nicht ganz so schlimm wie vor Live-Publikum. Mhm. Aber ja, es ist halt, vor allem, ich finde auch Comedy oder das Komische generell ist ein Handwerk und das, glaube ich, kann man lernen mit der Zeit. Und man lernt das, ob man genauso wie man ein Instrument lernt oder so. Mhm. Ja, auch, du bist ja halb Britin, beziehungsweise halb Schottin, habe ich gelesen. Sprichst du einen richtig guten schottischen beziehungsweise britischen Akzent? Ja, also ich klinge wie eine Schottin. Aber ich klinge, weil ich in Österreich aufgewachsen bin mit einer schottischen Mutter, habe ich jetzt keinen ganz einen starken Dialekt. Ich kann sicher einen besseren steirischen Dialekt machen,
wobei auch den nicht hervorragend als Grazerin, ja. als einen schottischen Dialekt. Aber ich habe so einen ganz leichten schottischen. Aber angeblich klinge ich so, als käme ich aus Edinburgh. Ja, für jemanden aus Glasgow. Das habe ich mir sagen lassen. Ich probiere es immer. Ich hätte nämlich sehr gerne einen britischen Akzent, aber ich finde ihn noch selber immer gut. Ja. Aber die Leute, die ich kenne aus England oder auch aus den USA, die sagen, nee, Crowd. Einfach immer noch Crowd. Wenn nicht, keine Ahnung. Ach, schade. Ja, gut, naja. Aber dann bist du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen bewandert mit der britischen Kabarett- bzw. Comedy-Szene. Können denn vor allem wir, nicht Deutsch, Europäer oder Nordeuropäer, von den Briten noch so lernen in Sachen Comedy? Weil British Humor ist ja weltweit anerkannt. Mhm. Was können wir lernen? Ich kann nur von meinem natürlich subjektiven... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das Mikrofon draufgegriffen. Von meinem subjektiven... Das schneiden wir raus. Okay, super. Genau. Also ich kann nur von meinem subjektiven Gefühl natürlich sprechen, wo mein intuitiv würde ich jetzt sagen, dass Briten das sehr gut verstehen. Also Sarkasmus ist einmal das Erste. Dann Sachen, Leute auf die Schaufel nehmen. Und es gibt eigentlich keine Tabuthemen. Da wird relativ hart alles abgegrast und so schaut, okay, wie weit kann man tatsächlich gehen mit einem Lacher. Das wäre von meinem Gefühl in Österreich noch eine Spur weiter hinten. Mhm. Also wie zum Beispiel, wenn es so um morbidere Themen geht, wie zum Beispiel Versterben oder Tod oder so, muss man in Großbritannien, glaube ich, eine Spur weniger aufpassen, weil sie dieses Dunkle irgendwie schon länger im Humor drin haben. In Österreich scheint es immer so ein bisschen schwierig zu sein. Aber es ist nur so ein Gefühl. Ja, ja, gut. Da sind bei manchen Themen oder generell sind natürlich auch Deutsche oder Österreicher hier in diesem Ballungsgebiet ein bisschen vorbelastet und das nehmen die Leute dann vielleicht falsch auf oder viele Leute können über viele Sachen einfach nicht lachen hier, glaube ich. Mhm. Also es scheint zumindest so. Ich meine, ja, es gibt natürlich schon auch... Vielleicht ändert sich das ja jetzt, wenn die Leute... Es gibt da ganz dunkles österreichisches Kabarett auch. Also das ist... Ja, aber es genießt nicht die Aufmerksamkeit, die es vielleicht haben sollte, finde ich. Das kann sein, ja. Weil die großen Comedians, das ist ja allgegenwärtig, die ja dann auch... größtenteils. Die haben natürlich die Sprachbarriere auch nicht. Die können ja dann in den USA auch auftreten und erreichen natürlich auch ein viel größeres Publikum. Ja. Also das Angenehme, was ich bei so britischen, wenn es Panel-Shows oder so sind, oder ist, dass sich niemand irgendwas, da schuldet sich niemand was dann am Ende. Also die gehen aufeinander, die verarschen sich gegenseitig, machen sich lustig übereinander und das geht halt voll auf, weil sich niemand zu ernst nimmt. Das ist immer so mein Gefühl, das ist sehr angenehm. Ja, hast du einen Tipp für den Brexit? Kommt das noch? Passiert das noch? Oder habe ich einen Tipp? Einen Tipp habe ich nicht für den Brexit. Nein, ich habe aufgehört, mir zu überlegen, was passieren könnte. Ich auch. Ist nicht. Man muss jetzt einfach nach wie vor nur mehr abwarten. Es dauert einfach schon so lang. Betrifft natürlich meine Familie direkt. Ja, ja gut, Schottland, da noch natürlich auch nochmal Sonderfall eigentlich. Genau. Die Schotten wollen ja dann quasi in der EU bleiben, ohne Großbritannien. Ja. Also ist noch schwieriger eigentlich jetzt, ja. Nee, aber ich habe es auch aufgegeben. Aber ich finde, das ist auch guter British Humor, kann man sagen. Ja. Also vor allem für die Leute, die das nicht so ganz betrifft, sondern die dabei eigentlich nur zuschauen können. Ja. Ich habe jetzt zugegebenermaßen nur den Trailer von Stoffsackerspruch gesehen auf deiner Internetseite, die bestimmt jetzt auch unten irgendwie eingeblendet wird. Bestimmt. genau, du bist ja eben, wie vorher schon gesagt, nicht das erste Mal hier auch bei FS1 zu sehen. Du warst ja letztes Jahr schon mal in einem Programm dabei oder im Rahmen einer Comedy-Sendung zu sehen. Und da hast du über das Leben einer Städterin gesprochen, beziehungsweise dieses Lied auch gemacht und sprichst über deine ausgiebige Körperbehaarung. Mhm. Aber wie sieht es jetzt aktuell aus? Also im Winter finde ich das vielleicht ganz praktisch.
Also ich habe keine, ich habe nur im Gesicht Haare, tatsächlich. Aber mir ist auch immer kalt. Ja? Ja. Na, ein deutliches, so positiv für die Wärme könnt ihr jetzt nicht rückmelden, ehrlich nein? gesagt. Nein, okay. Weil mir ist trotzdem ist relativ sinnlos. Kalt. Es ist wirklich sinnlos. Okay. Ja, es ist komplett sinnlos. Okay. Außer also mein Friseur verdient sehr gut. Für ihn ist Ach so, es, ah ja gut, das ist für komplett ihn ist es nicht sinnlos. Okay, na gut. Ja. Ja, genau. Ich brauche für den Bart 6 Wochen. Lieb. Ja. Aber ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Und schaut es politisch so aus? Hast du deine Eigentumswohnung auch schon geerbt? Oder wählst du noch die KPÖ? Ich weiß es nicht, wie ich diese Frage antworten soll. Ich habe keine Eigentumswohnung geerbt. Wenn ich wähle, würde ich jetzt mal so für mich behalten. Nein, nee, das auf jeden Fall. Aber das steirische Phänomen der KPÖ. Vor allem das Grazer Phänomen. Der das KPÖ. Grazer, ja. Eigentlich das Grazer ja. Phänomen der ja. KPÖ. Ja. Ja. Könnte man durchaus auch besprechen. Also was war eigentlich die Frage? Wie bin Ob ich du deine Eigentumswohnung schon geerbt hast? Nein. Aber finde ich auch eigentlich ein Thema, wenn man jetzt noch bleiben könnte. Du kommst ja direkt aus Graz. Genau. Du bist ja richtiges Stadtkind. Ja. Willst du es wahrscheinlich auch bleiben? Ja. Jetzt noch. Mhm. Hat keine Motivation, aufs Land zu ziehen? Null. Verstehe ich auch nicht. Null. Ich komme aus München und bin jetzt hier und das ist für mich ein Dorf hier. Ja, du findest das wahrscheinlich lustig, wenn ich sage, ich bin ein Stadtkind, wenn ich aus Graz komme. Nein. Ich finde Graz toll. Es ist jetzt auch nicht viel größer als Salzburg hier, aber ich finde es eine schöne Stadt. Aber es ist halt, wenn man aus einer Großstadt kommt, gut, ich komme auch nicht direkt aus, ich komme auch aus der Vorstadt, aber die Möglichkeiten sind manchmal begrenzt. Mhm. Und es fahren ab 12 keine Busse mehr. So ist das es. Ist schlimm. Wie schaut es in Graz aus? Da gibt es ja die Straßenbahn. Genau. Fährt die noch länger als bis 12? Nein. Aber also. Es gibt Nachtbusse. Ah, immerhin. Ja, die eingerichtet wurden. Ja. Die fahren dann dreimal in der Nacht. Also um 12, okay. um 3 und um 6. Ich glaube 1:30, 2:30, 3:30. Ich fahre mittlerweile alles mit dem Rad, deswegen bin ich nicht mehr ganz so up to date. Mhm. Aber damals, war das 1:30, 2:30, 3:30. Genau. Mhm. Ja. Na, man kommt schon heim. Graz ist ja nicht groß. Nee, eben. Ich wollte auch gerade sagen, ich meine, den kann man halt zur Not laufen. Ja, voll. Genau. Also, ja, geht man zu Fuß. Dann läuft man halt ist eben. Ist kein Ding, ja. Du bist nächstes Jahr, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, wieder in dem mit dem Programm Stoffsackerspruch dann auch hier im Februar, 19.02. Genau. Und ohne, dass du jetzt zu viel verrätst, politisch oder mehr Musik, weniger Musik, Blockflöten-Solo vielleicht. ja. Also Musiktext, glaube ich, ist ziemlich 50-50, glaube ich. Die Blockflöte kommt nicht vor, muss ich leider enttäuschen. Auch nicht die Renaissance-Blockflöte, aber die Gitarre. Das ist ein großes Feature. Es ist eigentlich, die Cajon habe ich vielleicht dabei, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber worum geht's? Es ist einerseits, es sind Alltagsbeobachtungen, ich weiß, das beantworten die meisten Kabarettisten so, aber es ist tatsächlich aus dem Leben gegriffene Situationen, Themen, die. Aus dem Großstadtleben. Halt, aus dem riesigen Großstadtleben von Graz, genau. Ja. Die ich halt aufarbeite, wo ich mir denke, dass da für andere Leute auch Anknüpfungspunkte sind. Es geht viel um meine Generation. Ich habe schon wieder das Mikrofon gegriffen, es tut mir wahnsinnig leid. Nicht so schlimm. Okay, cool. Und ganz andere Soundprobleme schon gehabt. Okay. Bei Dirk Stermann, das kann ich jetzt gar nicht verraten, egal. Bei Dirk Stermann, der hat sich immer bewegt, immer wenn er sich bewegt hat, hat er ein Riesengewitter gemacht, weil der Stecker nicht richtig drin war. Oh, alles klar. Nee, ist nicht so schlimm. Okay, ich hau nicht mehr drauf. Nein. Genau, es geht relativ. Wir kommen zum Ende. Also es okay, es geht relativ viel um meine Generation und was. Und um viel um dieses Thema im Moment, wo ich das Gefühl habe, dass man veranlasst wird, sich sehr stark irgendwo zu positionieren und dass es das Mittelfeld, den Graubereich zunehmend weniger gibt. Mhm. Und das versuche ich also auch zu arbeiten. Die Extreme nehmen immer mehr zu. Ja, genau. Und dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man so liberal und künstlerisch tätig ist, dass man postulieren muss, dass man links ist und was das bedeutet. Das eigentlich. Auch in dem Ich glaube, das ist der Ausschnitt, den wir vorher gezeigt haben. Genau. Ja. Genau. Der Anfang vor dem Lied aus dem Leben einer Städterin. Ja, glaub, genau. Sagst du es auch. Ich glaube, es trifft es ganz gut, den Drang, sich haben zu positionieren zu müssen. Mhm. Ja, kenne ich. Genau, ja. Okay,
Das ist dann eigentlich auch das Ende gewesen. 19.02. in Salzburg. Genau. In der Agrikultur, im AG. Humorlabor. Humorlabor, genau. Genau. So heißt das Event. Ja, das war unser heutiger Gast, beziehungsweise unsere heutige Gästin, Elli Bauer. 29.02. Humorlabor Agrikultur in Salzburg. Unbedingt hingehen. Karten kommen. Gibt es noch Karten? Gibt noch Karten? Ja. Ja. Bestimmt. Karten, Salzburg Agrikultur, 19. Februar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, das war die erste Folge SNL. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächstes Mal zu Gast Dirk Stermann. Ich freue mich wirklich sehr. Also nichts verpassen. Gute Nacht.